Nein, liebe Freunde, ich bin nicht in Venedig, ich bin in San Antonio. Die Nähe zu Mexiko beeinflusst natürlich auch die lokale Küche. Mal schauen, mit welchen Zutaten hier so gekocht wird. Das ist ja hier mein richtiger mexikanischer Supermarkt. Tomatillos, die kenne ich auch hier, Leute. Da kann man ganz tolle Soßen von machen. Tolles Aroma. Geile Lala hier. Hör mal hier, was wollen Sie denn damit? Das liegt hier als Ware aus. Ich benutze Aloe Vera für die Haut. Aber dass man das auch essen kann? Nee, das sind doch Kakteen. Das ist Kaktus. Kaktus! Wisst ihr was? Keine Ahnung, da sind die... Aua, da sind die Dornen dran. Das nehme ich jetzt mal mit und da finde ich heraus, was man daraus machen kann. Kaktusfeigen kenne ich ja aus Deutschland. Aber kann man auch die Kaktusblätter essen? Wir werden sehen. Ich befinde mich auf dem größten mexikanischen Markt in den USA. Mit jeder Menge Stacheln im Finger und einer Tüte Kaktus im Gepäck. El Mercado, das Zentrum der mexikanischen Kultur hier in San Antonio, Texas. Hier wird es ja wohl irgendein Restaurant geben, wo ich die Dinger hier zubereiten kann. Was meint ihr? Viva Mexico! Da habe ich auch schon was gefunden. Ein mexikanisches Grillrestaurant. Ob die auch Kaktus grillen? Hi, sprichst du Englisch? My name is Dirk. Ich habe das im Supermarkt gekauft. Isst man das wirklich? Na klar. Könntest du mir zeigen, wie man das macht? Ja. Ich komme mal zu dir rum. Thank you very much. Das sind Nopales, also Kaktusblätter. Aber pass auf, die haben fiese Stacheln. Ich habe schon einen. Echt? Gefährlich, was? Deswegen säubern wir die jetzt. Du nimmst einfach das Messer. Okay. Ungefähr so. Und dann machst du das. Das ist typisch mexikanisch, oder? Ja, das ist ein Klassiker. Vor allem im Landesinneren und weit verbreitet in mexikanischen Haushalten. Okay, das übernehme ich jetzt, denn ich muss mich ja auch jeden Morgen rasieren. Ganz vorsichtig, bloß nicht noch mehr Stacheln im Finger. So, und was machst du jetzt da? Oh, Koriander. Oh, I love that. Das ist ein Muss in der mexikanischen Küche. Ein Muss. Tomaten, Zwiebeln und Limetten. Was soll das nur werden? Das wird ein sehr frischer Salat. Die Geschmacksrichtungen sind wirklich frisch, deswegen willst du diese frischen Kräuter da drin. Und der Limettensaft bringt dann die Extrasäure und rundet das Ganze ab. Die junge Restaurantchefin hat richtig Ahnung, was sie da macht. Aber roher Kaktus, ob das schmeckt? Nein, ich werde verrückt. Bei den Mexikanern landet tatsächlich Kaktus auf dem Grill. Ungefähr 2-3 Minuten auf jeder Seite. Du siehst schon, die Farbe wird außen ein bisschen dunkler, aber unten drunter ist alles hellgrün. Und du willst ja auch diesen Grillkohlegeschmack als Kontrast zu diesen frischen Aromen. So, und jetzt können wir den Salat zusammenstellen. Okay. Das ist schleimig. So wie Okra. Okraschoten, ja. Zu den Kaktusstreifen kommen dann unsere Gemüse und der Limettensaft. Und am allerliebsten garniere ich dieses Gericht mit Queso Fresco. Das heißt frischer Käse. Ja, Frischkäse. Schöne Bröckelchen und fertig zum Verzehr. Ein bisschen mehr, bitte. Ein bisschen? Ja, das ist echt gut. Für die Optik gibt's die volle Punktzahl. Und für den Geschmack? Das ist saulecker. Freunde, da kann man doch mal sehen, was man aus so einem Kaktus alles machen kann. Nämlich Salat. Lecker. Mensch, wo hast du gelernt, so zu kochen? Ich war beim CIA. CIA, da kann man doch nicht kochen. CIA. Das Culinary Institute of America, da habe ich studiert und ich hatte sogar einen deutschen Chefkoch. CIA? Und ein deutscher Koch? Da muss ich hin. Thank you very much. Vielen Dank, den Rest kannst du aufessen. Thank you. Y'all have fun. Bye, boy. Da fahren wir jetzt hin. Spezialagent Hoffmann in geheimer Mission beim CIA, der besten Kochschule der Welt. Kochen als Studienfach?
Mal sehen, ob ich da noch was lernen kann. Heute steht bei meinem deutschen Kollegen Japanisch auf dem Stundenplan. Die meisten japanischen Chefköche bevorzugen die ganzen Blätter, um sie dann selbst zu zerlegen. Erst die Theorie, dann die Praxis. Niemals den Sushi-Reis umrühren. Niemals, sonst kriegst du die Hände abgehackt. Endlich wieder in meinem Element in der Küche. So, jetzt würzen wir den Reis. Das ist auch, was Sushi eigentlich bedeutet. Sushi heißt gewürzter, säuerlich schmeckender Reis. Wir haben jetzt hier einen Mix aus Reiswein und Reisessig. Einfach drauf damit. Jetzt seht ihr schon, der Reis bekommt ganz plötzlich einen tollen Schimmer. Flach drücken und dann einfach noch mal 10 Minuten stehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Vor allem hier so 30 Leute unterschiedlicher Altersgruppen zusammenzuhalten und aufzupassen, was die hier machen. Hammer. 3 Stunden haben die Studenten jetzt Zeit, die besprochenen Rezepte umzusetzen. Die Zeit läuft. Jetzt haben wir heute Japanisch. Ja. Okay. Die japanische Küche ist ein Semester, wo wir die ganzen globalen Küchen ansprechen. Die Küchen ganz Amerikas, Europas, des Mittelmeerraums und ostasiatisch. Wer in der Welt mag kein japanisches Essen? Genau. Vor allen Dingen finde ich eins toll, nicht Sushi ist japanisch. Da gibt es so viel mehr. Okay? Das ist das 4. Semester, hier ist das 1. Semester. Und jetzt sind wir am 1. Genau, das 1. Semester. Und er quält sich gerade mit der Fischhaut ab. Komm, helf ihm. Wir legen dem hier jetzt hier die fertigen Filets hin. Was hältst du davon? Da freut sich bestimmt ein Loch im Arsch. Oder im Bauch. Ja, das ist Küchensprache, da müsst ihr euch bleiben, ihr Müll. Hat er schön gemacht, ne? Hat er ganz ordentlich gemacht. Ja. Ordentlich und präzise arbeiten, das ist das A und O in jeder Küche. Und genau das lernen die angehenden Spitzenköche hier. Du siehst aus wie 25. Nein, Chef, ich bin 39. Du bist 39? Echt? Ich bin gerade in den Ruhestand gegangen, nach 20 Jahren Marine. Der ist Rentner vom Militär und kriegt das jetzt bezahlt. Ich will ein eigenes Restaurant aufmachen. Weißt du was? Wenn du dein eigenes Restaurant aufmachst, schick mir eine Einladung. Bei dem möchte ich unbedingt essen, wenn der es schafft, sein Restaurant aufzumachen. Good luck. Vielen Dank. You're welcome. Was hast du vorher gemacht? Ich bin eine Krankenschwester. Was bist du? Eine Krankenschwester. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, machst du und dann kannst du... Genau. Interessant. Guckt euch das mal hier an. Da sehe ich schon, das wird ein richtig guter Koch. Wie viel zahlst du hierfür? 60.000. Wo hast du das ganze Geld her? Habe ich gespart. Der hat mal eben 60.000 Euro. So. 60.000 ist ja verrückt. Die kulinarische Ausbildung hier ist nicht gerade billig, aber sie zahlt sich meistens aus. Denn von hier kommen viele Sterneköche. Viele gehen auch in das Lebensmittelherstellungsgewerbe, große Firmen. Viele machen noch einen weiteren Abschluss in Ernährungslehre. Einige gehen werden Foodwriter, also Journalismus, zur Fernsehstation und so weiter. Also man kann viel daran machen. Na, ist dir heute ein Wunder passiert? Da ist doch was ganz Plötzliches passiert auf deinem Arbeitsplatz. What happened? Chefkoch vom Baken hat meinen Fisch filetiert. Das war ich. Sie war das, danke. Missgeschicke gehören eben zum Kochen dazu, vor allem unter Zeitdruck. Eines der schlimmeren Sachen war, wie jemand, einmal hat er seine Suppe im Mixer püriert und zu früh den Deckel aufgemacht und da ist ihm dann die heiße Suppe auf die Nase raufgeklatscht und hat die ganze Nase verbrannt. Er sah aus wie Rudy the Red-Nosed Reindeer. Ich muss euch jetzt mal unterbrechen. Das ist schon okay. Ich habe nämlich eine ganz tolle Kollegin kennengelernt. Ja. Die hat bei dir studiert. Und die hat sich bei mir beschwert, dass du in 5 Jahren, die sie jetzt Restaurantinhaberin ist, noch nicht da gewesen bist. Deshalb darf ich dir das jetzt mal überreichen. Ich war da. 2-mal war ich da. Sie war das Mal nicht da. Zweimal? Ja, wahrscheinlich war es mit dem Kerl, das mit Geld umschaufeln. Weißt du was? Die war im Büro Geld zählen. So langsam habe ich richtig Hunger. 5 Minuten noch. Der letzte Feinschliff, ein wahres Festmahl. Und das gibt's hier jeden Abend. Ja, da hat der Hoffmann mal wieder auf der Schulbank gesessen mit so tollen, jungen, ambitionierten Kollegen. Und ich sag euch eines, das schmeckt hier garantiert. Und nach so viel Essen, da muss ich einfach mal ein bisschen Sport treiben. Hilfe!
ist der Hoffmann für euch on Tour in Texas. Und wisst ihr was? American Football, das wollte ich schon immer mal spielen. Heute darf ich mit den Houston Ducks trainieren. Das sind richtig harte Kerle. Mal schauen, ob so ein alter Haudegen wie ich da mithalten kann. Jetzt wird's gefährlich. Kick ass, kick ass, kick ass! Puh, nicht gerade einfach mit diesem Ei. Dirk ist einer der Typen, die versuchen, ihren Traum zu leben. Aber mal ehrlich, er könnte echt ein bisschen mehr Training gebrauchen. Ich meine, er hat zwar den Ball gefangen, aber er ist schon ein bisschen langsam. Das hier ist richtiges Football. Wenn du hier trainierst, musst du wissen, dass es sehr intensiv wird. Aber wisst ihr was? Er ist ja Koch. Vielleicht sollte er einfach mal ein bisschen mehr essen. Hey Leute, ganz ehrlich, das ist mir hier zu gefährlich. Ich gehe lieber in die Küche kochen. Deshalb schnell weiter in die Cowboy-Stadt schlechthin. Ist der Hoffmann für euch in Fort Worth, Texas. Und hier wird das Vieh durchs Dorf getrieben. Aber dafür bin ich nicht hier. Nein, was macht der hier wieder? Doch bevor es typisch texikanische Leckereien gibt, muss ich mir natürlich noch ein waschechtes Cowboy-Outfit zulegen. Palmblätter aus Guatemala, daraus ist er gemacht. Sehr gut für ein heißes, feuchtes Klima. Was sagst du? Hi-ha? Hier, mit Aircondition dabei. Und ich sag euch eines, das passt sehr wahrscheinlich auch richtig gut zu meiner weißen Kochjacke. Let's go! Der Cowboy-Hut sitzt, fehlt nur noch das Cowboy-Essen. Hi. Welcome. Howdy. Hör mal, mein Freund, ich habe gehört, ihr serviert hier irgendeine Auster. Ich esse sehr gerne Austern. Wir haben eine frittierte Rocky Mountain Oyster. Okay. Okay, die nehme ich. Okay, ich bestelle dir das Hauptgericht. I'll get you the entree. Eine Rocky Mountain Oyster. Austern kommt doch aus dem Meer. Und da auf der Berge, da soll der Austern wachsen. Ich bin da wahnsinnig gespannt. Und so wie der grinst, da ist da irgendwas dahinter. Eine frittierte Rocky Mountain Oyster kommt sofort. Mach hin. Oyster heißt übersetzt zwar Auster, aber Cowboys, die essen doch keine Austern, oder? Okay, hier ist deine Bestellung. Frittierte Rocky Mountain Auster. Was ist das für eine Soße? Das ist eine weiße Pfeffersoße. Du kennst doch Ofenkartoffeln. Das sieht überhaupt nicht aus wie eine Auster. Ist ja auch frittiert. Das sieht absolut nicht aus wie eine Auster. Okay. Ich glaube, jetzt habt ihr mich wieder, ne? Gut, könnte Leber sein. Ich habe verdammt nochmal das Gefühl, das sind Stierhoden. Es sind Stierhoden. Tja, weißt du, da wollen die hier Austern verkaufen, machen auf edel. Und was esse ich hier? Bullenhoden. Aber soll ich euch mal was sagen? Die schmecken richtig lecker. Wird das oft bestellt? Yes. Ja, wenn du nach Texas kommst, dann steht das ganz oben auf der To-Do-Liste. Jetzt will ich aber auch wissen, wie die gemacht werden. Ab in die Küche! Wir schneiden die auseinander, nehmen sie aus und frittieren sie. Das heißt, wir zwei müssen jetzt kochen. Ja, okay, get your jacket. Dann sieht der Hochmann sich jetzt aus. Ja. Und dann sage ich dir eins, it's magic. Okay. Wir zwei kochen jetzt hier. Jetzt brauchen wir natürlich ein richtiges Messer. Warum heißt sie Rocky Mountain Oyster? Hier in Texas heißen sie Calf Fries. Calf Fries. Calf Fries. Calf. Calf. Pommes. So, jetzt haben wir hier Panierstation. Okay.
Die Cowboys früher im wilden Westen waren gezwungen, alles zu verwerten. So entstand dieses Gericht. Guck mal hier, bei uns kommt der Salat dran. Die nehmen einfach, das hatte ich auch auf dem Teller. Voll cool. Frittierte Kalbspommes, schon verrückt, die Cowboys. Ich möchte jetzt, dass die Gäste herausfinden, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Und ich serviere den. Mal gespannt, ob die genauso geschockt sind wie ich. Ich habe eine echte Spezialität für euch. Das sind Kalbspommes. Echt gut. Die sind gut, aber das sind keine Austern. Schmeckt wie Kartoffelbrei. Wenn die wüssten. Ich hoffe, ich ruiniere euer Essen nicht. Das sind Kalbshoden. Das macht dich so stark wie ein Löwen. Hoden. Dazu braucht man echt Eier in der Hose. Thank you very much. Für mich geht die Reise weiter. Na, wisst ihr schon, in welche Stadt ich jetzt fahre? Freunde, Dallas, eine der vermögendsten Städte der Vereinigten Staaten. Und was braucht ihr offenbar da? Ein dickes Auto unterm Hintern. Und mit dem geht's jetzt downtown zu einem ganz verrückten Kollegen. Hier soll es irgendeine Leckerei geben, irgendwas bei dem Fried Jesus. Und das ist der Gott, der Fritteuse. Und der soll mir was Leckeres kochen. Wow, 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 ist ja ein Riesenladen. Jesus, wo bist du? Da, das sieht aus wie eine Küche. Hallo, hallo, hallo. Du bist also der Frittiergott? Der Frittiergott, ja. Der Gott der Fritteuse. Yes? Yes. Okay. We're gonna fry some butter. Wir frittieren heute Butter. Das haben wir erfunden und dafür sind wir berühmt. Moment mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Er frittiert Butter. You're going to fry. Wir frittieren Butter. Das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert. You gotta show me. Okay. So this is very easy. Das ist ganz einfach. Du nimmst ein bisschen Teig. Okay, zack. Den Fertigteig. Okay. Ah, der Teig dient quasi als Mantel für die Butter. Ich habe gedacht, so kann ich die Leute so richtig ärgern. Fett mit mehr Fett und noch mehr Fett. Then, when did you invent it? Wann hast du es erfunden? 2004. Come get some butter, get some cream, get some fat. We gonna. Dann nehmen wir noch mehr Butter. Yes. 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 Mehr Butter. Cinnamon sugar. Zucker und Zimt. Ah. Das ist was für die Winterzeit in Deutschland. Und noch ein bisschen Honey. Honey. Honig. Tu drauf. Was du jetzt machst, du nimmst das ganze Teil und steckst es in deinen Mund. Oder du hast überall Butter. Ich habe eine große Klappe. Now the butter is melting in my mouth. So soll das sein. Siehst du die geschmolzene Butter? Das ist ekelhaft. Das wird wirklich nicht mein Lieblingsdessert. Nein, das ist mir ein einzigartiges Dessert. Absolut, sehr einzigartig. Dann machen wir jetzt noch ein traditionelles amerikanisches Dessert, und zwar ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich, aber frittiert. Der Teig, ganz amerikanisch, ein Fertigmix. Naja, muss ja schnell gehen. Ich glaube, mit der zehnköpfigen Familie brauchst du ja ein Jahr dafür. Der Trick ist, du schmierst Erdnussbutter auf beide Seiten. Ansonsten würde das Brot die Marmelade aufsaugen und das wollen wir nicht. Wir nehmen Gelee von den Trauben. Jetzt, da rein. Rein damit. Mitsche, Matsche, Mitsche, Matsche und jetzt.
schwimmt, meine Freunde. Eine deutsch-amerikanische Gemeinschaftsproduktion. Heiß, 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 hart, 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 heiß, heiß, heiß. Heiß, fettig und zuckersüß. Jetzt Puderzucker. Also ich weiß nicht. Jetzt schöne 2 Kugeln Vanilleeis an der. Boah, die Idee mag ich. Das ist Frühstück, Mittag und Abendessen auf einmal. Frittiertes Erdnussbutter, Marmeladen, Sandwich. Lecker. Darf nicht darüber nachdenken, dass es in Öl war, sondern es ist ausgezeichnet knusprig. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Einmal quer durch Texas futtern, der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Und auch wenn's mit der Football-Karriere nicht geklappt hat, einen Traum gibt's da noch. Einmal in ein richtiges Football-Stadion einmarschieren, wie die großen Stars.